Moin und herzlich willkommen zum zweiten Teil der Moin Spielstand-Reihe. In diesem Teil möchte ich an den ersten Teil anknüpfen, in dem es ja um den Spielstaat und die Bauern ging und euch ein paar Tipps für den Aufbau der Arbeiterklasse geben. Allerdings gibt es aus meiner Sicht ab hier schon ganz unterschiedliche Spielansätze, die verfolgt werden können. Während einige Anno-Spielende die Arbeiterklasse möglichst schnell hinter sich bringen wollen, um zur dritten Bevölkerungsstufe, den Handwerkern, voranzuschreiten, weil diese dann ja den Zugang zu anderen Regionen sowie der Speicherstadt gewähren, verharren andere teils sehr lange in dieser Stufe und bauen sich gleich auf mehreren Inseln größere Städte auf, um sich vor allem eine solide Bilanz aufzubauen und möglichst ein sicheres Standbein zu schaffen. Und die Schönbauer haben wieder ganz andere Ansätze. Am Ende ist jeder dieser Spielansätze aber berechtigt und verständlich. Da diese Spielansätze aber grundsätzlich sehr unterschiedlich sind und jeweils andere Prioritäten haben, werde ich euch in diesem Video keine festgezurrte Anleitung für die Arbeiterklasse aufzeigen. Vielmehr stelle ich euch viele kleine Tipps und Gedanken zur Verfügung, die in dieser Spielphase genutzt werden können. Jeder kann dann selbst schauen und entscheiden, was davon für die eigene Strategie von Nutzen sein kann. Es gibt also viel zu tun. Ich wünsche euch viel Spaß beim Schauen. Zuallererst möchte ich euch noch etwas aus dem ersten Teil zu den Bauern nachreichen. Ich wurde in einem Kommentar darauf aufmerksam gemacht, dass man ja für die Schienen schon vorausschauend bauen könnte. Wer das also machen will, der kann noch eine Schneise auf der einen oder sogar auf beiden Seiten der öffentlichen Gebäude belassen, damit später dort Schienen reingelegt werden können. Und jetzt kommen wir zu meinen Tipps für die Arbeiterklasse. Sie sind in keiner speziellen Reihenfolge. Ihr könnt euch also für euren Spielstil einfach heraussuchen, was ihr davon umsetzen wollt. Tipp Nummer 1: Die Statistik sollte wirklich zu einem eurer besten Freunde werden. Man sollte wirklich sehr regelmäßig in der Statistik nachschauen, ob neue Betriebe benötigt werden oder nicht, denn eine Unterproduktion sollte man grundsätzlich vermeiden. Die Sache ist, dass der Bedarf pro Wohnhaus berechnet wird und nicht pro Einwohner. Deshalb brauchen Arbeiterhäuser ab dem Moment des Aufstiegs schon mehr Fisch- und Arbeitskleidung sowie Schnaps, obwohl es gar nicht mehr Einwohner geworden sind. Trotzdem muss ich das auf dem Schirm haben. Denn sobald der Ausbau passiert ist, hat sich auch mein Bedarf erhöht. Ich sollte also immer wieder in der Statistik nachschauen, dass mein grüner Balken immer ein Stück weit vor dem blauen Balken ist. Ich habe das mit der Statistik auch in einem anderen Video schon sehr genau und detailliert erklärt. Das Video habe ich euch oben rechts verlinkt, das könnt ihr euch gerne noch einmal anschauen, falls ihr da noch unsicher seid. Grundsätzlich sollte man die Statistik immer überprüfen, wenn man gerade Häuser gebaut, Häuser hochgestuft, das Arbeitspensum verändert hat oder neue Produktionen errichtet hat. Tipp Nummer 2: Ich kann auch den Konsum der Grundbedürfnisse grundsätzlich verbieten. Damit sinkt zwar meine Bevölkerung, aber solange ich einen Arbeitskraftüberschuss habe, kann ich damit Konsumwaren einsparen. Die Grundbedürfnisse haben rein gar nichts mit der Zufriedenheit der Bevölkerung zu tun, weshalb die Bevölkerung dadurch auch nicht unglücklicher wird. Ich benötige die Versorgung mit den Grundbedürfnissen nur für die Arbeitskräfte selbst und zum Ausbau in die nächste Bevölkerungsstufe. Und sollte ich wieder mehr Arbeitskräfte benötigen, so schalte ich einfach wieder Konsumwaren frei. Tipp Nummer 3. Ich erhalte mit den Arbeitern ja Zugriff auf zwei neue Baumaterialien, nämlich Ziegelsteine und Stahlträger. Im Idealfall habe ich über den Kontor schon ein paar zusätzliche Tonnen hinzukaufen können. Dafür habe ich ja im ersten Video gezeigt, dass man gleich das erste Bauernhaus, was möglich ist, ausbauen sollte zur Arbeiterklasse, damit man über den Kontor Ziegel- und Stahlträger einkaufen kann. Habe ich jetzt mehrere Häuser aufsteigen lassen, so bietet mir Sir Archibald ab ca. 150 Arbeitern auch Ziegel- und Stahlträger zum Verkauf an. Hier lohnt sich also eine Überarbeitung der Route, um Ziegel und Stahl bei Sir Archibald einzukaufen. Wahlweise kann man den Ziegel- und Stahlträgerkauf auch in die vorhandene Kartoffelroute zu Ely Bleakworth integrieren. Tipp Nummer 4: Mit den ersten Ziegeln sollte ich auch meinen Kontor ausbauen. Hier erhalte ich dann nämlich zusätzlich 75 Tonnen mehr Lagerkapazität, die bei meinen steigenden Produktionen mehr als willkommen sind. Tipp Nummer 5: Da weder der Einkauf von Ziegelsteinen über den Kontor noch über Sir Archibald ausreichend ist, kümmert man sich frühzeitig um seine eigene erste Produktion.
Je nachdem, wie viele Lebenvorkommen ich auf der Insel habe und wie schnell ich gewohnt bin zu spielen, sollte man mindestens eine, wenn nicht sogar zwei komplette Produktionen errichten. Eine komplette Produktionsreihe erfordert schon insgesamt 100 Arbeiter. Aber das muss am Anfang einfach sein, sonst muss ich immer ewig warten, bis ich etwas Neues bauen kann. Tipp Nummer 6. Sobald man die Arbeiterklasse erreicht hat, werden auch neue Grund- und Zufriedenheitsbedürfnisse freigeschaltet. Schon ab dem ersten Arbeiter habe ich Wurst freigeschaltet. Brot und Kirche sind ab 150 Arbeitern freigeschaltet, Seife ab 300 Arbeitern, Bier ab 500 und die Schule kommt bei 750 Arbeitern hinzu. Ich muss aber nicht alle diese Bedürfnisse gleich bedienen, sobald sie freigeschaltet sind, wenn ich nicht vorhabe, möglichst schnell zu den Handwerkern zu kommen. Man sollte immer im Blick haben, dass jede Produktion als Minusgeschäft beginnt. Ich mache das mal an einem konkreten Beispiel fest. Wurst ist ab dem ersten Arbeiterhaus verfügbar. Für eine komplette Wurstproduktion benötige ich 30 Bauern und 50 Arbeiterarbeitskräfte. Jedes gerade aufgestiegene Arbeiterhaus fasst 10 Arbeiter. Das würde jetzt bedeuten, dass die ersten 5 Arbeiterhäuser für die Wurstproduktion genügen. Die Sache ist aber, dass meine Wartungskosten insgesamt 120 Münzen pro Minute betragen. Ich aber bei Wurstversorgung pro Haus gerade mal 5 Münzen pro Minute als Profit wiederbekomme. Wie man dieser Tabelle hier entnehmen kann, ist Wurst also für die ersten 24 Häuser ein Minusgeschäft. Erst ab 25 Häusern wird es für mich überhaupt rentabel. Und selbst dann bin ich erst am Anfang meiner Gewinnspanne. Den maximalen Profit erreiche ich erst bei 50 Arbeiterhäusern, weil eine Wurstproduktion auf 100% Produktivität eben maximal diese 50 Arbeiterhäuser versorgen kann. Wenn ich also nicht direkt auf Handwerker gehe, dann sollte ich vermeiden, vorschnell Minusgeschäfte aufzubauen. Ich warte also mit den Produktionen ab, bis sie sich tatsächlich lohnen. Um euch die Rechenarbeit zu ersparen, gebe ich euch mit dieser Tabelle mal die wesentlichen Werte für die Arbeiterklasse vor. Fisch lohnt sich beispielsweise erst ab 21 Häusern bei den Arbeitern. Arbeitskleidung bei 11, Schnaps bei 13 Häusern. Wurst, wie gesagt, bei 25 Häusern und Brot bei 43, ebenso wie Seife und das Bier sogar erst ab 55 Arbeiterhäusern. Und wie gesagt, da beginnt meine Gewinnspanne erst. Wenn ich möglichst viel Profit haben möchte, dann muss ich möglichst nah an den maximalen Gewinn heran. Also an die maximale Gebäudezahl, die mit der Produktion versorgt werden kann. Und an dieser Stelle auch ein Hinweis zur erhöhten Produktivität durch das Arbeitspensum. Das sorgt nicht etwa dafür, dass ich schneller Gewinn erziele, diese Zahlen bleiben absolut identisch, sondern es sorgt nur dafür, dass ich maximal mehr Gebäude versorgen kann und dementsprechend kann ich auch maximal mehr Gewinn erzielen. Kurz gesagt, produziert also nicht nur, um zu produzieren oder nur kleinere Bevölkerungsgruppen zu versorgen, sondern denkt auch immer an euren Profit. Tipp Nummer 7. Produziert zu viel, aber nur knapp zu viel. Das wird nicht immer möglich sein, da jede Ware eine ganz eigene Versorgungsabdeckung hat. Grundsätzlich gilt aber, versucht eure Überproduktion so gering wie möglich zu halten. Sie bringt euch am Ende nichts. Das Lager wird irgendwann voll sein, die Produktionen werden stoppen und alle Investitionen laufen ins Leere. Ihr solltet also immer dafür sorgen, dass der blaue Balken in der Statistik nur ganz knapp hinter dem grünen liegt. Manche werden jetzt vielleicht sagen, na ja, dann verkaufe ich den Überschuss halt. Grundsätzlich richtig, sollte man auch immer machen, wenn man ein Schiff dafür zur Verfügung hat bzw. das freistellen kann. Aber ich sollte nicht für den Standardverkauf selbst produzieren. Wie man an dieser Tabelle hier sehen kann, mache ich bei den meisten Waren ein sattes Minusgeschäft, da ich weniger für die Waren bekomme, als ich für ihre Produktion ausgegeben habe. Und selbst bei einem erhöhten Arbeitspensum komme ich hier gerade einmal bei Fisch und bei der Seife in den profitablen Bereich, wenn ich für die Standardverkaufspreise produziere. Bei allen anderen Waren lande ich entweder bei Null oder mache grundsätzlich immer noch Verlust. Tipp Nummer 8. Eine der wichtigsten Bevölkerungsmarken der Arbeiterklasse ist die 500. Ab 500 Arbeitern wird nämlich nicht nur das Bier freigeschaltet, sondern auch die Polizeistation.
Solange ich darunter bleibe, kann ich das Arbeitspensum ohne Probleme und Sorgen um 50% erhöhen, weil Aufstände letztendlich erst möglich sind, sobald ich die Polizeiwache bauen kann. Komme ich über die 500 Arbeiter, so muss ich mir überlegen, ob ich das Risiko von Aufständen eingehen will oder nicht. Man muss das Arbeitspensum jetzt aber nicht panisch in allen Betrieben wieder reduzieren, denn hier spielt die Gesamtzufriedenheit der Bevölkerung die übergeordnete Rolle, und diese ist ja nicht nur von dem Arbeitspensum abhängig. Die Umweltverschmutzung, die Zeitung, die Luxusgüter und auch der Inselfrieden spielen ja auch eine Rolle. Zudem wird der Zufriedenheitsmalus des Arbeitspensums nur anteilig an der Gesamtbevölkerung berechnet. Habe ich also einen großen Arbeitskraftüberschuss, wie ich jetzt zum Beispiel hier, so wirkt sich das Arbeitspensum weniger stark aus. Und es kann sein, dass meine Einwohner trotzdem halbwegs glücklich sind, obwohl überall das Arbeitspensum hochgeschraubt ist. Über das Arbeitspensum hatte ich ja auch schon ein Video gemacht und euch erklärt, wie das Ganze funktioniert. Das könnt ihr euch gerne noch einmal anschauen, es ist ebenfalls oben rechts verlinkt. Falls meine Zufriedenheit doch zu stark sinkt und ich das Risiko von Aufständen nicht eingehen will, so muss ich mir überlegen, bei welchen Betrieben ich das Arbeitspensum hochhalte und bei welchen ich reduziere, um die Zufriedenheit nicht zu tief fallen zu lassen. Bei der Auswahl kommt es immer auf meine Prioritäten an. Ich persönlich mache es immer gerne von meiner Bilanz und meinen Arbeitskräften, die mir zur Verfügung stehen, abhängig. Möchte ich Arbeitskräfte einsparen, so pushe ich Betriebe mit vielen Arbeitskräften mit einem höheren Pensum. Will ich hingegen meine Bilanz verbessern, so konzentriere ich mich auf Betriebe mit hohen Wartungskosten, die ich dann pushe. Tipp Nummer 9. Man kann an dieser Stelle aber auch einfach risikofreudig bleiben und das Arbeitspensum überall erhöhen und den vollen Zufriedenheitsmalus mitnehmen. Nur weil das Risiko von Aufständen steigt, bedeutet das ja nicht unentwegt Aufstände. Gerade bei den niedrigen Produktivitäten zu Beginn des Spiels kann sich das eingegangene Risiko durchaus rentieren. Trotzdem bietet sich der Bau einer Polizeistation an, und zwar sowohl in der Stadt als auch bei den Produktionen, sodass auf Aufstände möglichst schnell reagiert werden kann. Tipp Nummer 10. Holt nach wie vor das Maximale aus eurer Zeitung heraus. Wann immer die Zeitung erscheint, lektoriert so gut es geht. Tipp Nummer 11. Merke ich, dass meine Baumaterialien gerade aus allen Nähten platzen, so habe ich gleich mehrere Möglichkeiten, darauf zu reagieren. Aus Holz und Ziegeln kann ich stets ein Depot errichten, um mein Lager gleichzeitig auch noch zu vergrößern. Will ich die Materialien nur kurzzeitig zwischenlagern, so kann ich auch Lagerhäuser errichten. Baue ich die Lagerhäuser zusätzlich noch eine Stufe aus, so sind schon 30 Holz und 20 Ziegel in Form von Baukosten dort gelagert. Brauche ich das Material wieder, so reiße ich es einfach ab und erhalte das Material zurück, vorausgesetzt, ich habe die volle Baukostenrückerstattung auch aktiviert. Habe ich gerade zu viele Steine gelagert, so lohnt sich immer die Investition in Ziegelstraßen, um die Reichweiten aller meiner öffentlichen Dienste zu erhöhen. Die Lagerhäuser und Depots verschlechtern allerdings meine Bilanz. Will ich hingegen einfach nur vermeiden, dass meine Produktionen mein Geld durch Wartungskosten verschleudern, so lasse ich sie einfach komplett anhalten. Beispielsweise beim Holz reicht das Anwählen eines Holzfällers und die Tastenkombination Umschalt F und alle meine Holzfäller haben ihre Arbeit eingestellt. Gleiches gilt natürlich auch für die Sägewerke. Nun benötigen sämtliche Betriebe gerade keine Arbeitskraft und auch keine Wartungskosten. Man sollte dann allerdings auch daran denken, die Betriebe wieder starten zu lassen, sobald die Produktionen wieder benötigt werden. Tipp Nummer 12. Besonders bei Geldmangel, aber auch sonst gilt, wann immer ihr einen Auftrag der anderen NPCs erfüllen könnt, der Geld einbringt, dann erfüllt ihn. Ganz oft reichen ein paar kleine Klicks und schon bin ich ein paar tausend Münzen reicher. Ganz oft werden Aufträge auch als kleine Sternchen auf der Minimap angezeigt. In diesem Beispiel erhalte ich für eine Abholaufgabe 4600 Münzen. Wenn ich ein Schiff erübrigen kann, lohnt sich das allemal. Tipp Nummer 13: Die Diplomatie nicht vergessen. Immer schön einschmeicheln, wenn die Chance dazu gerade günstig ist. Hier ist sie erhöht, ich klicke einmal drauf und schon steigt mein Ruf. Das sollte ich regelmäßig bei sämtlichen meiner Mitspieler machen, sodass mein Ruf immer weiter stabilisiert wird.
Auch der Nichtangriffspakt oder die Handelsrechte sind immer gute Varianten, um den Ruf zu steigern. Und zu guter Letzt könnt ihr auch immer um Aufgaben ersuchen. Dadurch steigert ihr euren Ruf und verdient meistens noch etwas Geld oder ein Item, was ihr notfalls auch gleich zu Geld machen könnt, solltet ihr keine Verwendung dafür haben. Tipp Nummer 14. Kauft Stahlträger unbedingt über den Kontor ein. Selbst mit erhöhtem Arbeitspensum sind gekaufte Stahlträger billiger als die aus der eigenen Produktion. Leider kann man nicht voraussehen, wie viel einem die Handelsschiffe tatsächlich verkaufen. Es ist also wirklich keine verlässliche Quelle, aber jede gekaufte Einheit ist billiger als die selbst produzierten Waren. Tipp Nummer 15. Produziert Seife für Eli Bleakworth. Bei 100% Produktivität kostet euch eine Einheit Seife 220 Münzen. Eli gibt euch 384 dafür zurück. Das bedeutet, ihr macht pro Produktionskette 164 Münzen Gewinn pro Minute. Erhöht ihr die Produktivität sogar durch das Arbeitspensum auf 150%, so steigt euer Gewinn pro Seife auf gut 237 Münzen pro Einheit. Das würde dann sogar einen Gewinn von 356 Münzen pro Minute pro Produktionskette entsprechen. Eli kauft euch das ohne Limit zu diesem Preis ab. Solltet ihr also zu viele Arbeiter haben, dann produziert so viel Seife, wie ihr könnt, und verkauft sie an Eli. Euer Konto wird es euch danken. Tipp Nummer 16. Ein prall gefülltes Konto solltet ihr vermeiden. Investiert das Geld. Wer gerne einen Sicherheitspuffer behalten will, der kann ja gerne 50.000 bis 80.000 auf dem Konto behalten. Darüber hinaus investiere ich in dieser Phase des Spiels gerne in die Hauptinseln meiner Computergegner. Ihr könnt dadurch nur gewinnen, denn eure Bilanz steigt, solange ihr den Anteil haltet. Wird der Anteil zurückgekauft, so erhaltet ihr in der Regel mehr, als ihr ursprünglich dafür bezahlt habt. Ihr macht damit also grundsätzlich Profit. Sobald ihr also in der Lage seid zu kaufen, kauft. Tipp Nummer 17. Wartet nicht zu lange mit dem Bau einer Segelschiffwerft, um den ersten Schoner zu bauen. Spätestens, wenn ihr weitere Inseln besiedeln wollt, braucht ihr mindestens ein weiteres Schiff, damit ihr weiterhin eure Handelsrouten laufen lassen könnt. Tipp Nummer 18. Wenn ihr expandiert, dann achtet auf die Inselautarkie. Jede Insel sollte zu Beginn in der Lage sein, sich selbst zu versorgen, ohne dass Großhandelsrouten eingerichtet werden müssen. Für mich sind Kartoffeln für die Produktion von Schnaps immer ein wichtiges Kriterium. Aber ohne geht es notfalls auch. Ich baue auf jeder neuen Insel zu Beginn immer eine Siedlung mit 60 Bauernhäusern sowie eine Produktion für Fisch, Schnaps und Arbeitskleidung. All diese Produktionen reichen aus, um meine 60 Bauernhäuser zu versorgen. Sollte ich das Arbeitspensum für meine Konsumwaren sogar noch um 50% erhöhen, so kann ich auch mit 90 Bauernhäusern gehen. Auf diese Weise ziehe ich aus jeder Insel erstmal eine positive Bilanz, bis ich mich der Insel intensiver widmen kann. Tipp Nummer 19. Wenn ihr eure eigene Stahlproduktion aufbaut, dann versucht zumindest das Arbeitspensum für das Stahlwerk um 50% zu erhöhen. Auf diese Art und Weise braucht ihr nur 2 statt der üblichen 3 Stahlwerke für eine komplette Kette. Und ihr spart zusätzlich 200 Münzen Wartungskosten pro Minute und 200 Arbeiterarbeitskräfte. Tipp Nummer 20. Plant eure Produktion ruhig schon mal im Blaupausenmodus vor. Habt ihr gerade zu viele Baumaterialien, so kann man die Produktion auch gleich ausbauen und einfach die Produktion wieder anhalten. Auf diese Art und Weise sind die Baumaterialien schon richtig investiert und der Betrieb kostet weder Wartungskosten noch Arbeitskräfte. Sobald ihr die Produktion dann benötigt, könnt ihr sie einfach wieder freischalten. Und im absoluten Notfall könnt ihr auch die Betriebe wieder abreißen, um die Baukosten zurückzubekommen. Und Tipp Nummer 21, versucht auch in der Arbeiterphase schon, sobald es möglich ist, ein Haus auf die nächste Einwohnerstufe zu bringen. Von da an habt ihr nämlich Zugriff auf die nächsten Baumaterialien, in diesem Fall die Fenster, und könnt euch diese über den Kontor auch schon kaufen. Zudem bietet euch Sir Archibald schon nach wenigen Minuten die erste Fregatte zu einem unschlagbaren Preis von 20.000 Münzen an. Diese eignet sich perfekt, um damit direkt in die neue Welt zu schippern.
Und hier noch ein kleiner Zusatztipp. Solltet ihr noch gar nicht alle Produktionen für den Aufstieg parat haben, so könnt ihr über das Konto einfach die notwendigen Waren hinzukaufen. Wenn ihr den Augenblick dann gut abpasst, so reicht es, um ein Haus aufsteigen zu lassen. So, und das waren meine 21 Tipps für die Arbeiterklasse. Ich hoffe sehr, dass jeder von euch sich das eine oder andere herausziehen konnte. Im nächsten Video wird es dann mit den Handwerkern weitergehen. Habt ihr selbst noch einen Tipp für die Arbeiterklasse, so schreibt es doch gerne in die Kommentare, damit alle anderen auch Bescheid wissen. Ich finde es unglaublich spannend, dass es so viele unterschiedliche Spielansätze gibt. Mich würde interessieren, wie ihr denn die Arbeiterphase im Spiel begeht. Versucht ihr immer möglichst schnell, da durchzukommen, oder lasst ihr euch hier deutlich mehr Zeit? Schreibt es doch auch gerne in die Kommentare, ich freue mich auf eure Berichte. Ansonsten freue ich mich auch über jedes Like und jedes Abo. Vergesst auch nicht, die Glocke zu aktivieren, sodass ihr in Zukunft kein Video mehr von mir verpasst. Wenn ihr meine Videos unterstützen wollt, so könnt ihr gerne unter dem Video ein Super Thanks erwerben oder eine Privatspende über PayPal tätigen. In der Kanalinfo findet ihr dazu alle notwendigen Informationen. Aber natürlich freue ich mich auch über positive Rückmeldungen, Verbesserungsvorschläge und Anregungen. Also immer rein damit in die Kommentare. Jetzt bleiben mir nur noch zwei Dinge zu tun. Ganz viele liebe Grüße gehen zu euch raus und ich wünsche euch viel Spaß beim Basteln.